Es gibt einfach Lebensmittel, die so kontaminiert sind, die hormonell aktiv sind, die Pestizide enthalten, Antibiotika enthalten. Und das kann halt bei dem einen oder anderen doch einen Schaden machen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens. Mikroplastik umgibt uns mittlerweile immer und überall. In Plastikflaschen, aus denen wir trinken, in unserem Essen oder auch in unseren Hygieneartikeln. Oft wird zwar versucht, es zu reduzieren, aber ganz ohne schaffen wir es lange nicht. Die Menge an Mikroplastik, die wir jede Woche aufnehmen, entspricht einer Kreditkarte. Aber wieso haben wir eigentlich Angst vor Mikroplastik? Welchen Einfluss hat es auf unseren Körper, wenn wir es zu uns nehmen? Professor Dr. Peter Frigo ist Leiter der Hormonambulanz an der Wiener Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Endokrinologie. In seinem Buch Mühelos schlank mit der Kraft der Hormone beschreibt er, wie sich Hormone auf unser Gewicht auswirken und wie wir dieses Wissen nutzen können, um abzunehmen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Peter Frigo. Ja, danke für die Einladung. Und ich freue mich, Sie hier in Wien begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Also ich bin ja bei Ihnen zu Gast hier und freue mich sehr. Ich habe Ihr Buch gelesen und vielleicht nur mal ganz kurz bei den Titel mit der Kraft der Hormone steigen wahrscheinlich die ein oder anderen Männer schon aus und sagen, ach, das ist nichts für mich. Stimmt das? Ja, also ich glaube, das ist etwas für jeden, weil es geht eigentlich hier auch um gesunde Ernährung und es geht eben auch um die Umwelt und auch um das Thema Plastik, das eben auch hormonell aktiv sein kann. Das heißt also, auch Männer können hier schlank werden? Auch Männer können hier schlank werden. Hier geht es um alle. Ausgezeichnet. In Ihrem Buch steht, dass Lebensmittel inzwischen gefährlicher sind als Rauchen, Alkohol und Bewegungsmangel. Was meinen Sie genau damit? Ja, das ist natürlich etwas plakativ, aber letzten Endes nicht ganz falsch. Es gibt einfach Lebensmittel, die so kontaminiert sind, die hormonell aktiv sind, die Pestizide enthalten, Antibiotika enthalten. Und das kann halt bei dem einen oder anderen doch einen Schaden machen. Ich hatte mal einen Artikel oder beziehungsweise einen Beitrag tatsächlich im österreichischen Fernsehen gesehen über die Lachszuchtfarmen. Und da wurde gesagt, dass Lachs wahrscheinlich das am stärksten kontaminierte Lebensmittel ist, was man überhaupt zu sich nehmen kann. Keine Ahnung, würden Sie das nach Ihrer Erfahrung auch so sehen oder hätten Sie noch jemand anderen, den Sie auf die Top 1 setzen würden? Es ist leider so, dass ich also fast täglich Neues lerne in Bezug auf Pestizide und Hormone und Antibiotika. Es stimmt schon, also ich kaufe nur einen Wildfang. Ein Wildfang ist also doch die bessere Methode für Lachs. Und das Lachs sicherlich problematisch immer. Also alles, was gezüchtet wird, ist immer wieder problematisch. Mhm. Aber es ist auch sehr versteckt oft. Also wenn ich zum Beispiel an Dioxin denke, Dioxin entsteht bei der Plastikverbrennung, ja, und kommt dann so wie ein Fallout in den Boden. Und ich kaufe natürlich immer gerne Eier aus Bodenhaltung, weil ich an die armen Vögel denke, die sonst eingesperrt sind. Und es gibt einen Dioxinbericht der AGES, das ist also eine Konsumentengruppe auch in Österreich, ein Prüfanstalt dafür, und die haben einen Bericht rausgegeben über Dioxin in Eiern. Mhm. Und wenn man ein Ei aus Bodenhaltung nimmt, hat es mehr Dioxingehalt als ein Ei, das quasi herkömmlich aus der Legebatterie kommt. Habe aber inzwischen schon eine Lösung auch gefunden. Man sollte also Bio-Eier kaufen, ja, völlig richtig, aber das Bodenhaltung selbst ist von der Anpreisung ja gar nicht so ideal. Okay. Für die Hühner gut, für den Menschen für nicht. Für die Hühner in jedem Fall gut. Es ist eben, wie gesagt, ich habe eben gelernt, wenn man sich mit dieser Materie befasst, dass man also sehr schwer auf ein Produkt setzen soll. Also das ist falsch. Ja? Das Einfachste ist, ich nehme von jedem Produkt etwas, von dem ich halt glaube, dass es gut ist, aber auf ein Produkt zu setzen, dann stellt sich heraus, eigentlich stimmt das gar nicht. Das Soja zum Beispiel, das aus Asien kommt, ist auch extrem pestizidverseucht. Ja, und jeder glaubt, er tut sich mit Soja was Gutes. Ja.
Ich fand das ganz interessant. Sie haben das ja auch tatsächlich in Ihrem Buch auch kurz mal beschrieben, dass Sie sagen, wenn Frauen in Asien, also es gibt wohl ein Sprichwort in Asien, wenn man der Mann zu viel Lust hat, also zu häufig etwas Lust auf Sex hat, dann sollen die Frauen ihm Tofu geben, weil das würde dazu führen, dass das dann auch schnell vorbei ist. Ja, weil das eben die Aromatase fördert, also die Geschichte von Aromatase kurz erzählt. Ja, vielleicht sollten wir darauf einmal eingehen. Die Geschichte der Aromatase ist einfach erzählt. Also Aromatase wird in der Leber, aber auch im Fettgewebe gebildet und macht aus Testosteron Östrogene. Und ich kann also diese Östrogenbelastung senken, wenn ich diese Aromatase hemme. Und es gibt eben in der Ernährung Aromatase hemmende Nahrungsmittel und Aromatase fördernde. Also die Hemmenden sind die guten, wenn ich abnehmen möchte vor allem oder zu viel Fett habe, und die Fördernden sind die schlechten. Die Fördernden sind schnell erklärt. Das ist hauptsächlich Alkohol und das eigene Körperfett. Je mehr eigenes Körperfett ich habe in den Fettzellen, wird nämlich auch diese Aromatase produziert und macht noch mehr Östrogen, und das kommt man dann in diesen berühmten Circulus Vitiosus, sagen wir, oder auch schlechten, tödlich will ich nicht sagen, aber schlechten Kreislauf, und man wird immer dicker. Es ist ja auch ein Phänomen, dass dünne Menschen oft sehr viel essen können, ohne dass sie jetzt schnell zunehmen, und dicke essen wenig und nehmen eigentlich nichts ab. Ja. Und das ist eben hier auch ein Teil, hier die Aromatase bzw. die fördernden und hemmenden Nahrungsmittel. Und fördern, wie gesagt, ist leicht zu merken, ist hauptsächlich Alkohol. Die Kuhmilch hat also auch hier Wachstumsfaktoren für Fettzellen, ist nicht direkt ein Aromatase-Förderer, ein indirekter Förderer der Aromatase, und das sind eigentlich so die zwei Hauptförderer. Und Hämmer gibt es sehr viele, da werden wir, glaube ich, noch drüber sprechen. Genau, da reden wir gleich noch drüber. Aber nur nochmal für unsere HörerInnen erklärt, es ist also so, die Aromatase ist etwas, was das Testosteron in Östrogen umwandelt. Testosteron hält mich schlank, Östrogen macht mich fett. Ganz einfach gesagt. Ja, ganz vereinfacht, ja. Okay. Und je mehr Fett ich habe, desto mehr produziere ich auch das Östrogen, nämlich das, was ich nicht will, und werde also quasi noch schneller fetter. Ja. Sie haben in Ihrem Buch, beginnen Sie gleich mit dem Fall Christina. Das klingt erstmal so ein bisschen, als ob Aktenzeichen XY ungelöst da ist, aber Sie haben es gelöst. Nämlich Christina hat regelmäßig Sport gemacht, hat ihre Diät um 400 Kalorien jeden Tag reduziert gegenüber ihrem sozusagen vorherigen Leben und hat trotzdem nicht signifikant abgenommen. Und das, was sie rausgefunden haben quasi, und da kommen wir dann tatsächlich zu der Fallgeschichte, ist, dass es eben halt auch genau an etwas lag, nämlich an was? An diesem Coffee to go, ja, also am Kaffee Latte, der ja sehr beliebt, vor allem bei Damen ist. Und der Kaffee Latte hat halt einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil wäre eigentlich das Koffein des Kaffees, das wäre ja sogar fördernd, das ist ja sehr günstig, ja, ist ja quasi wie ein Amphetamin, fördert es den Fettabbau. Also schwarzer Kaffee ist ja auf der guten Liste der Aromatase-Hemmer. Und es ist eben auch ein Aromatase-Hemmer. Allerdings, wenn ich jetzt diese Kuhmilch dazu gebe, ist das schon etwas schlechter, und vor allem, es sind auch Kalorien natürlich und es sind Wachstumsfaktoren für die Fettzellen. Und das Zweite ist dann der Zucker. Der Zucker selbst, glaube ich, den brauche ich jetzt nicht wirklich erörtern, ist natürlich auch Kalorien, und letzten Endes wird ja aus dem Zucker auch Fett. Ja, das muss ja auch bewusst sein. Ja, also naja, an dem Zucker lassen Sie in Ihrem Buch auch kein gutes Haar, das ist nicht überraschend. Ja, also wie ich verwende zu Hause, also hier, wir haben keinen Zucker, ja. Ich verwende, oder auch meine Frau natürlich, zum Kochen versuche ich mit Zuckerersatzstoffen, wenn es sein muss, dass es süß ist, zum Beispiel bei Süßspeisen, da habe ich an und für sich das Erythrit, ist also sehr gut, das ist sogar gegen Karies, also statt uns Umgekehrte vom Zucker, ne? Der Zucker ist ja macht kein Karies, und Erythrit ist da sehr gut, kann ich empfehlen. Stevia ist natürlich schon jetzt ein längerer Klassiker, auch nicht schlecht, hat ein bisschen einen Eigengeschmack, so einen erdigen
aber ist auch sehr gut. Es gibt dann auch diesen Kokosblütenzucker, es gibt Agave, da scheiden sich schon wieder die Geister und die klassischen halt Süßstoffe, die halt weniger zu empfehlen sind, weil sie scheinbar auch das Insulin erhöhen und damit eigentlich auch dick machen. Ich glaube, Birkenzucker hatten Sie auch auf Ihrer Liste. Birkenzucker, ja, Birkenzucker gibt es auch. Wie gesagt, ich bin jetzt ein großer Freund des Erythrit eigentlich, weil das auch zum Kochen halbwegs auch verwendbar ist, nicht? Also die meisten von unseren HörerInnen sind wahrscheinlich jetzt noch immer am Ball, weil sie jetzt wissen wollen, wie man denn jetzt am besten schlank bleiben kann. Und wir haben noch einen Faktor bei dem Latte Macchiato to go noch nicht berücksichtigt. Den hatte ich nämlich schon in meiner Einleitung so ein bisschen vorweggenommen und das ist das Thema Mikroplastik. Ja, so, ja, ja, das stimmt, das rundet das Ganze eigentlich ganz gut ab, deswegen ist das ein sehr gutes Beispiel. Das Mikroplastik, wie Sie schon gesagt haben, eine Scheckkarte pro Woche ist ja schon ordentlich viel. Gibt es schon Studien, die das also wirklich schön nachgewiesen haben, die sich also wirklich die Mühe gemacht haben, den Stuhl aufzuarbeiten auf Plastik. Ist halt ein schwieriges Thema, weil, sagen wir so, im Zusammenhang mit dem Thema Gewicht hat das Mikroplastik auch eine wirklich deutliche Rolle. Eine größere Rolle, als wir eigentlich früher geglaubt haben. Und es gibt seit 2016 auch einen Begriff dafür, nämlich Obesogene. Von Obesitas, lateinisch Übergewicht, wenn man so will, ja. Und diese Obesogene sind nichts anderes als praktisch alles, was mit Plastik zu tun hat, also mit Umweltöstrogenen. Diese Umweltöstrogene, auch Endocrine Disruptors genannt, sie werden Obesogene genannt, weil sie eben auch dick machen durch ihre hormonelle Wirkung im menschlichen Körper. Also Plastik hat eine hormonelle Wirkung auf den Körper? Ja, also das Wort Plastik ist jetzt ein bisschen ein Überbegriff. Mhm. Im Sinne davon, dass es verschiedene Substanzklassen sind. Also wir haben sehr viele Phthalate sind hier dabei, Nonylphenole sind dabei, Dioxin haben wir schon gesagt, auch die ganze Gruppe der Pestizide, angefangen von DDT, DDE bis zu den Weichmachern, Bisphenol A, das in Österreich, aber auch in Deutschland seit mehreren Jahren verboten ist. Allerdings gibt es auch ein bisschen 0C und ein bisschen 0B. Das ist noch nicht verboten. Und die deutliche hormonelle Wirkung haben. Das wird natürlich ein bisschen unterschätzt, weil man immer vom gesunden jungen Mann ausgeht, so wie Sie. Ja? Aber Sie müssen sich vorstellen, es geht um Kleinkinder, um Schwangere, um alte Menschen, um Menschen, die immunsupprimiert sind. Oder ganz einfach zum Beispiel Männer mit einem schlechten Spermiogramm, ja? Oder mit einer leichten Impotenz, ja? Wenn wir jetzt von Männern einmal reden, ja? Die dann natürlich durch diese Plastikbelastung noch schlechter werden. Nicht? Also um das geht es eigentlich auch. Die Leistung wird natürlich schlechter, wenn mein Testosteron in den Keller fällt. Als Mann, aber auch als Frau. Ja? Und man darf also nicht immer nur vom gesunden jungen Mann ausgehen, der wahrscheinlich, Gott, ich hoffe, dass es so ist, durch die heutige Belastung mit Plastik und diesen Umweltöstrogenen wird er wahrscheinlich keinen großen Schaden nehmen. Aber man muss eben anders denken. Oder Patienten, die zum Beispiel Brustkrebs haben, wenn wir von Frauen reden, ne? Brustkrebs und kriegt dann noch jeden Tag aus der Bettflasche oder aus den Plastikverpackungen mein Essen, und da kann es schon sein, dass also hier tatsächlich ein Faktor da ist, den man zumindest vermeiden kann. Eine der für mich größten Überraschungen waren in diesem Zusammenhang das Thema, gerade was Sie sagen, die PET-Flaschen, also dass die grundsätzlich, sage ich mal sowas, das kennt man ja auch selbst so ein bisschen, dass, wenn man dann so zum Schluss noch einen Schluck Wasser drin hat, der dann vielleicht auch schon ein bisschen länger in der Sonne stand oder sowas, dass der ja tatsächlich ein bisschen nach Plastik schmeckt. So, aber Sie sagen ja, das, was noch schlimmer wird, ist, wenn man dann diese Flaschen auch wieder auffüllt und wiederverwendet, weil sie dann noch mehr Plastik abgeben, habe ich das richtig verstanden? Ja, es ist ganz klar nicht. Also prinzipiell gibt es ja so den mechanischen Abrieb, wenn man es öfter verwendet, und dann gibt es auch dieses Thema UV-Licht bzw. Wärme. Also wenn es dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, hat man auch gesehen, wird mehr freigesetzt, und natürlich der mechanische Abrieb, der einfach entsteht, wenn man das öfter verwendet. Und beides zusammen ergibt dann so, dass man also tatsächlich, man kann diese, und das ist auch die Schwierigkeit,
Man kann diese Umweltöstrogene sehr kompliziert nur nachweisen, derzeit gaschromatographisch, sehr aufwendig, sehr schwierig. Aber man kann biologische Wirkungen leichter austesten. Das war eigentlich der Beginn dieser Wissenschaft von dem Östrogen in der Umwelt. Man hat also zum Beispiel Fische genommen, männliche Fische, die weibliche Laichzeichen haben. Und man kann zum Beispiel auch Schneckenlarven verwenden. Und wenn man so Schneckenlarven in eine PET-Flasche gibt, eine Glasflasche, dann sieht man, dass da deutlich mehr schlüpfen und sich mehr entwickeln und besser entwickeln als ohne dem Östrogen. Also die Larven lieben Plastik? Es ist wie ein Dünger sozusagen, ja. Ja. Okay. Ja, sie können also mit Umweltöstrogenen, Östrogene, also zum Beispiel der Urin, hauptsächlich von weiblichen Kühen, ist eben ein sehr guter Dünger, nicht nur weil er Stickstoff enthält, sondern eben auch weibliche Hormone. Das ist also bis zu einem gewissen Grad auch kein Problem, weil das nicht in die Nahrungskette direkt kommt, wenn es im Boden ist. Aber Pestizide zum Beispiel, da weiß man, die werden direkt auf die Pflanze und dann wird es schlecht, dann kommt das in die Nahrungskette. Ja. Oder auch der Fisch, der das Mikroplastik frisst und dann habe ich das praktisch im System. Ja. Wenn ich jetzt mal, wir haben schon ein paar Mal jetzt die Männer angesprochen, aber wenn ich jetzt trotzdem also typische Sachen sehe, die dann ja auch häufig mit Östrogen in Verbindung gebracht werden, ist ja auch so eine Verweiblichung der Brust. Das heißt also, dass Gynäkomastie nennen wir sie. Genau, also die Brust. In Slangsprache auch Moops, also Männerboobs sozusagen. Habe ich nicht gekannt. Männerboobs. Moops. Also wie Möpse. Ja, also genau, wie die Boobs, nur mit M vorne. Boobs. Mit M. Moops. Männerboobs. Okay. Gut, wieder was gelernt. Ja, ich habe heute ja auch schon viel von Ihnen, insofern freue mich auch mal was beitragen zu können. Aber trotzdem an dieser Stelle, auch das ist etwas, was man auf die Östrogene zurückführen kann, ist das richtig? Ja, also es ist die ganze Sache nicht ganz erforscht. Es gibt also eigentlich zwei Formen dieser männlichen Brust. Es gibt also die reine Brust, die eigentlich aus Fettgewebe besteht. Oder tatsächlich Brustgewebe. Ja? Das kann man leicht durch einen Ultraschall feststellen. Ich würde mal sagen, dass 80-90% der Gynäkomastien, der männlichen Moops, ja, eigentlich aus Fettgewebe bestehen. Mhm. Und dieses Fettgewebe habe ich eine eigene Therapie, behandle ich mit starken männlichen Hormonen lokal, also mit einer Salbe, Creme. Und das wird nach 3 Wochen deutlich besser. Das zeigt aber indirekt, dass also hier wiederum dieser Östrogenüberschuss diese Gynäkomastie, diese Moops macht. Dieser Östrogenüberschuss kommt halt bei Männern leider hauptsächlich durch Alkohol zustande. Ja, oh, tatsächlich. Also das ist ganz typisch, zum Beispiel auch bei jungen Männern, die viel Kraftsport machen, die vielleicht sogar Testosteron einnehmen und dann am Wochenende doch ihr Alkohol trinken, ja, nicht so wenig natürlich. Und diese Aromatase in Gang setzen und dann mit dem überschüssigen Testosteron, das dann noch mehr Östrogen produziert wird, kommt es dann dazu, wenn man die Rezeptoren hat. Ja. Also es wird nicht jeder Mann gleich eine weibliche Brust kriegen, aber es ist doch sehr häufig. Ja. Also die Männer werden impotent und kriegen Brüste. Die Frauen, da ist es ja wirklich so, dass man diese Geschichte, die wir mit der Christina gerade schon hatten, von Frauen, die wirklich sehr viel versuchen, die eigentlich sagen, Mensch, ich esse gar nicht so viel, ich mache Sport und ich weiß nicht was und trotzdem nicht abnehmen, das ist ja wirklich eine Geschichte, die man sehr, sehr häufig hört. Auch ja. Da würden Sie sagen, ist einer der Schlüsselfaktoren die Aromatase. Schon, ja. So, dann wollen wir jetzt natürlich auch wissen, was können wir machen. Wir haben jetzt schon gemerkt, was für die Aromatase sozusagen schlecht ist, sie fördert. Aber was sind denn die Sachen, wo Sie sagen würden, das hemmt die Aromatase? Ja, also prinzipiell habe ich das in diesem Buch auch gut zusammengefasst, auch mit Rezepten. Es ist so, dass es, also ganz generell haben wir gesagt, Aromatase-Förderer sind Alkohol und vor allem das eigene Fett. Und wenn man abnehmen will, wir haben heute schon den Kaffee besprochen, das Koffein. Kaffee, natürlich auch Tee kann das sehr gut. Das kann beim Alkohol, muss man auch differenzieren, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil der Rotwein aufgrund des Resveratrol-Anteils, wenn er genug Resveratrol hat, das bekannte Anti-Aging und Antioxidans,
Das hat auch eine aromatasehemmende Wirkung. Ja, da kann man, glaube ich, sagen, umso rauer das Weinanbaugebiet ist, umso mehr Resveratrol ist. Ja, genau, also feucht eigentlich. Mhm. Also prinzipiell ist das Resveratrol nichts anderes, als dass auf der Weintraube ein Schutzmittel, ein eigenes der Weintraube ist gegen Pilzbefall. Und nachdem man eben beim Rotwein diese Schalen mit in die Maische kommen, hat man eben diesen hohen Anteil. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Zitrone. Also Zitrone ist wirklich ein ganz toller Aromatasehemmer. Es hat sehr viele positive Eigenschaften, Zitrone, aber unter anderem auch diese. Und dann hauptsächlich Gemüse. Mhm. Also in kurzen Worten, alles an Gemüsen kann sehr, sehr gut hemmen. Von Kohl über... Ja, also eigentlich alles, was es so an Gemüsen gibt. Ja. Sie haben ja eine vollständige Liste, auch nach Priorisierung, was sind sehr gute Hämmer, was sind gute Hämmer und was sind eben halt schlecht. Ja, also da gibt es eine komplette Übersicht in dem Buch. Die HörerInnen sollen ja auch noch das Buch kaufen, insofern wollen wir jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, aber gewisse Sachen darf man schon verraten. Das, was ein bisschen täuscht, also Zitrusfrüchte, wenn man von Zitrusfrüchten redet, die Früchte, sprich Obst selbst, ist nicht ideal. Aufgrund des hohen Fructoseanteils. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, Gemüsesäfte sind super, das ist toll, ja. Aber wenn man da zu viel Obst reinmischt, so 3-4 Kiwis rein oder so, dann ist das auch nicht mehr ideal. Ja. Haben Sie auch so ein kleines Smoothie-Kapitel da, wo Sie drauf eingehen? Ja, muss man schon sagen. Also Smoothies sind sehr gut, ich bin ein großer Freund. Und wenn man wirklich reduzieren will, wirklich aromatasehmen will, da wäre zum Beispiel der Karottensaft ideal. Ja, also Karotte und das, was ich auch gelernt habe, viele Gewürze sind auch gute Aromatase. Man kennt Pfeffer, Senf, ja, Kurkuma, Ingwer und wenn man zum Beispiel Karotte, anstatt dass man halt irgendeine süße Frucht reingibt mit Ingwer und Kurkuma würzt und seinen Karottensaft, ich nenne das immer Morning Starter, trinkt, hat man einen sehr, sehr optimalen Tagesbeginn eigentlich, ja. Sie gehen auch nochmal explizit auf das Thema Zink ein. Zink ist ja sowieso gefühlt jetzt irgendwie in der Corona-Zeit zum Superstar geworden. Genauso wie Vitamin D haben Sie ja auch mit erwähnt. Vitamin D, ja, ja. Zink ist dann für sich ein wirklich guter Aromatasehemmer, ein sehr guter. Ist natürlich in der Ernährung sehr schwierig, dass ich jetzt sehr viel Zink zu mir nehme. Also vor allem, wir reden hier von 15 bis 30 Milligramm täglich, wenn man es kurmäßig macht. Man sollte es aber auch nur kurmäßig machen. Das heißt, man sollte ein paar Monate Zink einnehmen und dann wieder pausieren. Warum? Weil bei hoher Zinkeinnahme über längere Zeit, ich sage mal ein halbes Jahr, kommt es zum Kupfermangel. Und der Kupfermangel, was der tut, weiß man eigentlich nicht genau, aber wahrscheinlich irgendwas mit den Nerven. Das heißt, alles, was übertreibt, ist schlecht. Deswegen immer wieder abwechseln, aber 1, 2, 3 Monate Zink einzunehmen, um einen Effekt zu haben, ist sicher sehr, sehr gut. Sehr gut. Sie haben ja auch so ein 6-Wochen-Programm und verschiedene Rezepte in Ihrem Buch. Über ein Rezept bin ich dann doch nochmal gestolpert, über die fettfressende Suppe. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ja, also das ist ja etwas, also das war, da gibt es ja die magische Kohlsuppe und auch diese fettfressende Suppe, die sich sehr ähneln. Es sind also Gemüsesuppen in Wahrheit. Die gibt es ja schon lang, aber unter dem Aspekt, dass es ja quasi dass eben die Aromatasehemmung macht, habe ich sie eben in diese Rezeptsammlung eingenommen. Also das Rezept ist nicht von mir. Das gibt es schon länger. Auch diese magische Kohlsuppe war eben ein großer Erfolg, glaube ich, vor allem in Deutschland auch. Absolut, ich glaube, der Dreh von unserem Verlag hat damit sehr viel Geld verdient mit diesem Kochbuch. Und das ist aber auch nichts anderes, ja, als dass das mithilft, auch die Aromatase zu hemmen. Ja. Also ganz spannend, ja. Sehr spannend. Eins der anderen Themen, die ich wirklich auch total überraschend fand, war, dass man die Aromatase auch durch Meditation hemmen kann. Ist das eine bestimmte Art der Meditation oder gilt das für alle? Ja, also es ist so, dass es hier prinzipiell das Konzentriertsein letzten Endes und das Meditieren und der Flow sind große Themen geworden in der Sportmedizin eigentlich hauptsächlich. Und über die Sportmedizin also auch quasi für die
klinische Medizin und man hat gesehen, dass also man tatsächlich hormonelle Wirkungen haben kann, wenn man regelmäßig meditiert. Okay, das die Regelmäßigkeit ist. Das ist ja messbar. Ja. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Man sollte natürlich schon schauen, dass man nicht zu viel männliche Hormone hat. Ne? Es gibt also Frauen mit PCO-Syndrom und so, wo ich sehr vorsichtig bin mit meiner Diät, aber weiß, dass auch die gut ist. Ich kann es noch nicht ganz verstehen. Aber wenn man schon zu viel Testosteron hat, dann muss man diese Diät schon ein bisschen abwägen. Ja? Kann sich aber eigentlich nicht schaden. Also man kann sich mit Gemüse, sondern man muss eher, vor allem wenn man zu viel männliche hat als Frau, bei den Kohlenhydraten, bei den kurzen Ansätzen, also eher Zucker einsparen. Ja? Das haben wir bis jetzt, das kann ich also soweit wissenschaftlich erklären, dass also hier eine relativ zuckerfreie Diät und Gemüsediät sicher genauso wirksam ist wie umgekehrt. Ja. Ja, Sie hatten es ja, glaube ich, auch an einer Stelle gesagt. Was hatten Sie gesagt? Kein Brot, kein Fleisch und kein... Sie hatten auf jeden Fall drei Sachen... Zucker. Kein Brot, kein Fleisch, kein Zucker. Ja, also das schon Fleisch, das ist halt eine relative Sache, nicht? Also ich meine, man kann natürlich... Die Italiener sagen Mangio in Bianco, also ein weißes Fleisch ist sicher immer besser als rotes, aber gutes rotes Fleisch ist auch nicht schlecht. Alles mit Maß und Ziel, der Trend ist natürlich weg vom Fleisch. Ja. Absolut. Meine letzte Frage ist immer dieselbe, ein letzter Tipp für unsere HörerInnen. Wenn die jetzt sagen, okay, sie möchten eigentlich direkt, nachdem sie diesen Podcast fertig gehört haben, in irgendeiner Form etwas anfangen, zu Hause umzusetzen. Gibt es da so einen Tipp, wo Sie sagen würden, das würden Sie denen jetzt auf den Weg geben? Ja, also ich glaube, zusammenfassend oder als Tipp ist einmal, nicht auf eine Sache zu setzen, divers zu essen. Das zweite ist, mein Lieblingsstarter, Karottensaft mit Ingwer und Kurkuma. Und vielleicht noch Zitronensaft? Zitronensaft noch mit rein oder leer? Brauchen wir den nicht? Es gibt den Zitronentag. Also ich hab ganz selten, dass ich es schaffe, damit Zeit habe, dass ich wirklich am Tag nur Zitronensaft, allerdings verdünnt und manchmal auch mit ein bisschen Erythrit, nicht immer, ist auch nicht notwendig, wenn man es stärker verdünnt, Bio-Zitronen hernehmen und wirklich einen Tag nur Zitronensaft trinke. Das ist also absolut entgiftend auch, also ein Detox, wenn man es modern sagt, und eben auch wirklich gut zum Abnehmen. Man kann es natürlich auch kombinieren mit Karotten und anderen Gemüsen. Also so ganz streng halte ich es auch nicht jedes Mal durch. Ja, also das wäre so mein Tipp. Gemüsesaft, Zitronensaft und nicht nur auf diese Karotten setzen, lieber mal woanders kaufen, weil es kann sein, dass sich dann herausstellt, dass das doch nicht so gesund war. Also die Vielfalt macht es auch. Ja, auch. Ja. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Herr Behrens. Danke. Sagen Sie, trinken Sie denn noch Alkohol? Ja. Ja, ich trinke Alkohol. Ich habe natürlich als Arzt eher weniger Gelegenheit, überhaupt Alkohol zu trinken, aber es gibt ein paar Tricks. Also beim Wein halte ich mich entweder an sehr verdünnten Weißwein oder an wirklich eine ganz kleine Portion Rotwein. Und beim Sekt Champagner gibt es den Blanc de Blanc, der ist ohne Zucker. Blanc de Blanc, wenn ich das, mein Französisch ist auch nicht so gut. Ich versuche es so aufzufrischen, aber Blanc de Blanc. Und das kann man also, das habe ich gelernt von Diabetikern, weil Diabetiker messen sich das und die haben auch gesagt, also beim Whisky ist zum Beispiel der Bourbon ganz schlecht, da ist der schottische besser und das Wodka auch weniger zuckeranfällig ist, also vom Zuckerspiegel im Blut, als viele andere Schnäpse. Ja. Aber das soll jetzt kein Zugang zum Alkohol sein. Ja. Es ist nur so, dass also tatsächlich, wenn man eben in die Verlegenheit kommt, dass man was trinken muss, wahrscheinlich die berühmte Schörle das Sinnvollste ist. Bier wäre an für sich super gesund, auch für Sportler. Da liegt es wirklich nur in der Menge. Also man müsste, wenn man Bier wie Wein trinkt, ist es perfekt. Ja. Es gibt Stoff gegen Osteoporose im Bier, es gibt Vitamine im Bier, allerdings auch im Zucker. Und wenn ich da
zu viel Bier eben so in den Litern trinke, dann bin ich vom Zucker eigentlich schlecht. Also dann nehme ich auch zu. Ja. Aber geringe Mengen Bier sind sehr gesund, Magnesium, alles drin. Ja. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 71 rein. Hier sprechen wir über personalisierte Ernährung mit Tobias Täuber von der Firma Likon. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.